Ja, Hallöchen zu einem kleinen Special-Video. Wir haben es heute Samstag. Da habe ich mal versucht, das Video noch aufzunehmen. Das habe ich ja bei Facebook zugesagt. Da geht es um die Klärung diverser Kommentare und Beantwortung diverser Kommentare zu dem Thema: Wird die Klettereinheit jetzt auf Husqvarna umsteigen oder bleibt sie bei Stihl? Ja, wir müssen uns heute ein bisschen beeilen. Ich habe heute sehr viel auf dem Programm. Ihr wisst ja, viele Hobbys und das Geschäft, da muss man immer auf Zack bleiben. Ich habe heute noch fast 20 Besichtigungstermine. Leider liegen die nicht genau um die Ecke. Das heißt, das wird schon sehr knapp werden, das alles schaffen abzufahren. Je nachdem, wie aufwendig die Besichtigungen denn da sind, werde ich das auch schaffen oder halt nicht. Mal schauen. Dann habe ich hobbytechnisch natürlich noch ein bisschen was vor, will noch ein bisschen was basteln. Aber das ist ja ein anderes Thema. Zum Thema Husqvarna oder Stihl. Wir haben ja bei Facebook veröffentlicht, dass jetzt demnächst eine Husqvarna in unseren Bestand kommen wird, wo wir ja bisher immer sehr große Stihlverfechter waren. Großteil hat das natürlich toll gefunden. Es gibt ja viele Husqvarna-Fans. Dann gab es aber wieder die, die gesagt haben, ob du jetzt Husqvarna nimmst oder Stihl, ist doch eigentlich scheißegal, ist alles dieselbe Soße. Könnte sein, weiß ich aber halt nicht, weil, jetzt kommt's wieder, da kamen dann Kommentare, ich höre lieber immer selbst auf die Praxis, was mir das bringt und was positiv und negativ an manchen Geräten ist. Und genauso handhaben wir das natürlich auch. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt wo einer Stihl, die 261, mal wieder kaputt gegangen ist, die ersetzen sie wir jetzt durch eine etwa gleich große Husqvarna, um einfach da auch mal zu schauen. Wir waren ja immer sehr große Stihl-Fans gewesen, aber mit dem, was in den letzten Jahren so vorgekommen ist, da muss man dann halt auch mal schauen, muss die Scheuklappen mal etwas öffnen und sagen, okay, warum halte ich mich jetzt hier fest? Wir schauen mal, wo die Reise so hingeht. Man muss einfach mal links und rechts testen, ob einem da eventuell was besser gefällt oder nicht. Vielleicht ist es genau das Gleiche. Dann ist es auch nicht schlimm, dann ist es halt so, kann man nichts machen. Aber letzten Endes hat man die Erfahrung nur, wenn man es wirklich selber in der Hand hatte, selber getestet hat. Und damit meine ich nicht mal für eine Woche das Gerät haben, sondern Langzeittest. Das heißt, die Maschine muss im Bestand sein. Die muss genauso gequält werden wie die anderen. Und erst dann wissen wir, ist die Maschine für den Profibereich standhaft und ist die was für uns oder nicht. Ja, und wie es immer so ist, kommt man natürlich von einem Thema aufs andere. Die Frage war gewesen, Mensch, warum ist die Maschine kaputt gegangen? Ein Kommentar war dann vielleicht das falsche Gemisch. Welches Gemisch wird dann genommen? Und diese Maschine wird mit normalem Stihlgemisch gefahren. Da kam dann natürlich, welcher Profi nimmt denn heute noch normales Gemisch? Also wir fahren grundsätzlich beide Varianten. Das haben wir vor einigen Jahren mal so eingeführt. Das heißt, einige Sägen fahren mit normalem Gemisch, andere Sägen fahren mit Clean Life. Jetzt fragt man sich, warum man zwei verschiedene Varianten nimmt. Das hat sich mal ergeben eigentlich aus einer Notfallsituation, wo wir so viel schneiden mussten. Und ja, den Sonderkraftstoff, den kriegst du halt nicht an jeder Ecke, ne? Und wir haben ja immer genügend Fahrzeuge dabei. Wir fahren immer im Schnitt mit circa 15 Sägen in der Gegend rum, dass man eigentlich für alle Situationen auch wirklich gerüstet ist. Das heißt, jede Säge ist minimal zweimal vorhanden. Und dementsprechend können wir das mit den Gemischen auch ändern. Das heißt, wenn es da wirklich mal eng wird, wir haben schon mal in Berlin eine Komplexfällung gehabt, da haben wir bis 23 Uhr arbeiten müssen. Von morgens um 6, um die Sache da auf die Reihe zu kriegen, aber keiner hatte Lust, da am nächsten Tag nochmal hinzufahren. Die Sperrungen, die hätte man extra nochmal ändern müssen und das wäre alles nicht gegangen. Und durch die Aufschneiderei, die da notwendig war, sind wirklich drei komplette Kanister schon draufgegangen. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir damit locker hinkommen. Und ja, war dann halt nicht so gewesen und dann stehst du plötzlich ganz schön dumm da, wenn du wegen Spritmangel nicht weiterkommst. Ja. Aus diesem Grund hatten wir da irgendwann mal entschieden, für beide Varianten zu fahren. Ein Kommentar, was denn da noch gekommen ist, was mir jetzt nicht so gut gefallen hat. Da stand denn, das habe ich eigentlich auch deutlich zum Ausdruck gebracht, dass ich das nicht so toll fand. Wie hat er sich ausgedrückt? Ja, ein Profi erkennt man daran, was er
für ein Benzin fährt. Ne? Also kein Profi fährt sozusagen noch mit normalem 1 zu 50 Gemisch rum. Kann ich widerlegen. Deutlich. Ja. Dass es besser ist, mit einem Sonderkraftstoff zu fahren, ich denke mal, darüber sind sich mittlerweile alle einig. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, wer keinen Sonderkraftstoff fährt, ist kein Profi. Ich habe es auch in den Kommentaren geschrieben, also die ganzen alten Forstwirte, weil es ja dann darum ging, Gesundheit und so weiter und so fort. Also ich kenne da alte Knacker vom Allerfeinsten, die ihr Leben lang im Forst gearbeitet haben. Da gab es keine Sonderkraftstoffe, die sind kerngesund. Will damit nicht sagen, dass keine Risiken bestehen bei normalem Kraftstoff. Aber es wird natürlich auch immer ein bisschen hochgespielt, um natürlich diese Sonderkraftstoffe auch hoch anzuprangern, um die auch zu verkaufen. Dass man das Bestmögliche kaufen sollte, da bin ich auch der Meinung. Wer uns kennt, weiß das ja auch. Aber trotz alledem würde ich nicht so weit gehen zu sagen, daran erkennt man jetzt den Profi. Wer hier normale Gemische fährt, ist kein Profi. Also ist ein bisschen weit hergeholt. Ja, da gehe ich definitiv nicht mit der Aussage. Ja, das hatte ich auch. Oh, die Berliner Kranfahrer, Kranpfleger, die sind hier wieder unterwegs. Mal leise machen. So, was wollte ich noch erwähnen? Ach ja, ich hatte es bei Facebook auch schon geschrieben gehabt, relativ ausführlich, war ein schöner Aufsatz gewesen. Das ist immer doof, man kann das in Worten nicht so fassen. Man kennt es ja selber, wenn man jetzt irgendeine Nachricht schreibt, das kommt manchmal anders rüber, als man es gemeint hat, ne? Ich möchte niemanden beleidigen oder schlecht darstellen, weil er nicht unsere Meinung verfolgt. Wir wollen sachliche Diskussionen auf unserer Plattform, sowohl bei Facebook als auch hier auf YouTube. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Solange man vernünftige Erklärungen hat, warum man eine Meinung hat, solange ist immer alles top. Aber wenn denn da so ein Kommentar steht wie, ja, na, der nimmt dit und dit, der ist scheiße. Nee, das ist doof. Ich habe da einen netten Satz bei Facebook geschrieben, den möchte ich hier auch nochmal unterstreichen. Dadurch, dass man andere schlecht macht, ist man selber nicht besser. Das ist ein ganz wichtiger Satz, den kann man sich mal merken. Denn nur dadurch, dass man sagt, der ist doof, ist man selber nicht schlau. Ist also totaler Quatsch. Lieber reinschreiben, warum man sich für eine Variante entschieden hat, jetzt mal egal welches Thema. Vielleicht ein bisschen Beispiele ran aus seiner eigenen Erfahrung und dann haben da alle auch was von. Nur zu schreiben, ja, dit und dit ist scheiße, na, da hat ja keiner was von. Ja. In der Regel ist es ja so, dass die Fachlektüre in unserem Bereich schon eine ganze Menge über sämtliche Themen schreibt. Wie sachlich das jetzt ist, wie praxisbezogen das jetzt ist, darüber kann man streiten. Aber wenn jetzt selber jeder Einzelne seine Erfahrungen und den Grund seiner Entscheidung hinschreibt, sei es für Sonderkraftstoffe, sei es für ein Modell von Sägen, sei es für ein spezielles Aufstiegssystem, sei es für ein Seil, sei es für einen Gurt, dann macht das mehr Sinn. Ich habe diesen Gurt, ich habe dieses Seil, ich habe diesen Kraftstoff, weil diese Erfahrung. Das macht Sinn. Da haben denn alle wirklich was von. Wäre schön, wenn wir uns da so ein bisschen drauf einspielen. Ich weiß, dass ich selber manchmal auch ein bisschen neben der Spur bin. Ist menschlich. Wir sind nun mal alle auch ein bisschen emotional getrieben. Aber wenn wir das auf ein Minimum reduzieren könnten, dann wäre ich schon ganz froh. Es ist ja wenig. Also so ist ja nicht. Ne? Bei uns hier auf dem Kanal, ich bekomme es ja mit. Es verstehen sich alle. Es gibt über 90% sinnvolle Aussagen. Deswegen, also ist jetzt auch wieder Jammern auf hohem Niveau. Ich möchte nur nicht, dass sich das in eine andere Richtung entwickelt. Ne? Deswegen sage ich es lieber rechtzeitig, bevor sich sowas einbürgert, dass da gegen andere geschossen wird, nur weil sie eine andere Meinung haben. Das wäre toll. Gut, alles klar. Dann haben wir es für heute. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Basti. 0 Grad und nasskalt. Genau das Richtige für Besichtigungstermine. Kann man sich nicht mal warm arbeiten. Kriegst du nur wie blöd nach oben? Und beim Eintippen frieren dir die Pfoten ab. Ekelhaft.
Wie gesagt, fahr doch mal vorbei, da ist immer jemand zu Hause. Natürlich ist da keiner zu Hause. Bäumchen und wurde dann mal brutal 30% reduziert, ohne dass ich wusste, warum. Habe ich mir ein bisschen aufgeregt. War aber alles für den Arsch. Hab dann nämlich die Blitzrinne auf der anderen Seite gesehen. Ja, war immer ein sehr prägender Baum, ist noch ein prägender Baum hier für das Ortsbild, genau in so einem Kreuz drin, wenn du drauf zukommst von der Hauptstraße. Jetzt will der hier vorbei. Das ist doof. Weiterfahren. Ja, alles klar. Ja, also sehr prägend fürs Ortsbild auf jeden Fall das Bäumchen. Ja, ist Blitz eingeschlagen und jetzt haben sie natürlich durch die Reduktion versucht, den noch zu retten. Beziehungsweise sind noch bei. Könnte sein, dass er es schafft. Im Moment sieht es ganz gut aus. Ist schon 2 Jahre her. Er hat zumindest neu getrieben. Allerdings sind die Triebe teilweise wieder abgeschoben. Na, schauen wir mal. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um unsere Eiche. So, also grundsätzlich, hier hat er zwar einen alten Abriss, den hat er aber über Wald. Was wäre denn jetzt Ihr Wunsch an dem Baum? Ja, wissen Sie eigentlich, erstmal geht es uns darum, das heißt ja, wir sind als Halter verpflichtet, uns um... Das ist die Standsicherheit, die eben ist. Okay. Wenn wirklich mal was ist und der die Hufe hochmacht, ich denke mal, weil meistens von da kommt, dass er so lang fällt. Ja, also grundsätzlich können wir sagen, der Baum ist erstmal rein optisch nicht geschädigt. Er hat zwar starken Wildwuchs, das sind aber alles die alten Schnittstellen, wo mal was abgeschnitten wurde. Das heißt, was jetzt hier zu empfehlen war an dem Baum, wäre eigentlich bloß eine normale Pflegemaßnahme. Das heißt, ein paar überlastete Äste entlasten, speziell die hier über dem Dach hängen, die da runterhängen. Ansonsten hat er ein paar quergewachsene Äste drin, die schon reiben, die müssten raus. Aber alles Weitere ist der Baum erstmal rein nach VTA-Maßnahmen in Ordnung. Heißt also, die Astanbindungen sind in Ordnung, der Zwiesel da oben, das ist ein schöner U-Zwiesel, das ist gut. Alles, was an alten Abrissen ist, die sind ein bisschen nah damals abgeschnitten worden, die Äste, aber hat er angefangen zu überwallen. Da besteht also auch keine Gefahr. Also rein jetzt von unten. Ich schaue es mir gleich nochmal von der anderen Seite genauer an. Na, da kommen wir ja nicht ran, ne? Da, Naja, das sehe ich ja von da einigermaßen. Ja. Dass man hier einmal einen Pflegehieb macht von oben, sieht man dann natürlich, ob noch andere Schäden existieren. Gucken da. Sieht es eigentlich ganz gut aus. Also grundsätzlich, bis auf so ein bisschen Wildwuchs, macht er noch einen guten Eindruck. Also schon alleine durch die ganzen Sachen, die Hölzer, alles was jetzt hier angelehnt ist, können die Pilze darunter natürlich sich wunderbar entwickeln. Und die Eiche ist wirklich ein sehr resistenter Baum gegen Pilze. Aber wenn die denn da sind, dann ist es doof. Und das würde man denn hier halt jetzt nicht erkennen können. Das ist immer, also alles was direkt am Baum dran ist, behindert natürlich auch immer Kontrolle denn, ganz genau.
So, also wie wir gesehen haben, an der Eiche ist nichts gefährlich, aber naja, kann man ja auch verstehen, ältere Leute. Wir haben hier direkt eine Allee. Wenn man hier runterfährt, hier hat es Massen an Eichen umgelegt und da hatten sie jetzt natürlich Angst, ihre Eiche, weil die da so an der Grenze steht, dass die da auch gefährlich sein könnte. Ist er aber nicht. Ein paar Pflegemaßnahmen und dann ist das eine Top-Eiche. Ich denke mal, die hat locker 400 Jahre auf dem Buckel. Also ist ein feines Stück. Und wenn die den Xavier überlebt hat, überlebt die den Rest erstmal auch. So, hier haben wir wieder Kommentare unter einem Video. Was haben wir denn? Unter welchem denn? Ach so, die Sache. Egal was passiert, immer locker bleiben. Kommentar. Recht hast du, immer locker bleiben. Bisher makaber, nee, bisschen makaber, aber ich sage immer, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist noch nicht das Ende. Viele Grüße, Claim Safe, vom Steffen Moberg. Ja, immer ganz witzig. So, auf geht's zum nächsten Ort. Wir haben noch viel vor heute. So, nächstes Ziel, Sturmschaden, immer noch von Xavier. Hallöchen, Bade. Hier gucken wir mal hier. Dieses Boot ist ja weggekommen hier. Die anderen sind noch. Da steht ein bisschen. Hat einen. Sieht nicht gut aus, wenn er von dir kommt. Naja, aber geht noch. Geht noch, ja, aber irgendwann. Aber es hält natürlich den nächsten Sturm nicht mehr stand, ne? Bitte? Dem nächsten Sturm hält es dann natürlich nicht mehr stand. So, jetzt haben wir gerade wieder so einen typischen Fall gehabt. Noch ein alter Sturmschaden, noch von Xavier. Und habe ich das Angebot fertig gemacht und der Kunde sagte dann: Mensch, ich habe vor 5 Jahren mal einen Baum fällen lassen, das war aber wesentlich preiswerter. Das Ding, das hängt da in einer Birke drin, schon komplett entwurzelt. Die Leute verstehen immer den Unterschied nicht zwischen einem Sturmschaden und einem normalen zu fällenden Baum. Verstehe ich immer ja nicht. Es ist eigentlich klar, dass man da ein ganz anderes Risiko hat und einen ganz anderen Aufwand. Der muss verspannt werden und naja, reden wir nicht drüber. Fachkollegen kennen es ja, ich bin ja nicht der Einzige, der sich damit rumschlagen muss.